Guck mal hier, wir haben ganz viel Zeug bei Temu bestellt. Zum Beispiel eine Smartwatch für 14,84 € und ein Pulsoximeter für 2,69 € oder hier eine elektrische Kettensäge für 11,49 €. Und jetzt denkt ihr wahrscheinlich entweder, hä, Temu, was ist das denn? Oder wenn ihr viel auf Social Media abhängt, oh Gott, ständig nur Temu, ich kann's nicht mehr sehen. Weil Temu macht extrem viel Werbung, auch mit Influencern. So viel, dass sie sogar unseren kleinen Channel hier angefragt haben, ob wir nicht gegen Bezahlung was Gutes über Temu sagen wollen. Die Antwort darauf seht ihr in diesem Video. Und auch, ob die Sachen, die wir bestellt haben, was taugen. Spoiler, wir haben das Geld natürlich nicht angenommen. Achso. Und vielen Dank an euch alle für 100.000 Abos. Wir haben uns richtig gefreut. Und ja, jetzt sind wir motiviert. Liebe Internetsurfer, herzlich willkommen hier bei. Dieses Video wird gesponsert von Intel. Habt ihr vor, neue Rechner für euer Unternehmen anzuschaffen? Dann werft doch mal einen Blick auf Intel vPro Laptops. Die bieten nämlich nicht nur umfangreiche Fernwartungsfunktionen, sondern die können eure Mitarbeiter, Ressourcen und Daten auch vor Cyberbedrohungen schützen. Und wenn ihr jetzt denkt, ja okay, halt so vorinstallierte Virenschutzsoftware. Nein. Bei Intel vPro Enterprise für Windows sind die Sicherheitsfunktionen in die Hardware eingebaut. Laut Intel verringert sich dadurch die Angriffsfläche schätzungsweise um 70% gegenüber 4 Jahre alten PCs. Das Intel Hardware Shield gibt es exklusiv bei Windows-PCs mit Intel vPro Plattform und das verhindert, dass eingeschleuste Malware das Betriebssystem beschädigen kann. Und auch in virtualisierten Umgebungen schützt das Intel Hardware Shield. Obendrauf gibt es noch Intel Threat Detection Technology, die euer System laufend überwacht und Angriffe zuverlässig erkennt. Schaut euch das doch mal an auf der Intel-Website, der Link ist unten in der Beschreibung. Werbung Ende. Ja, Temu. Die Temu-App ist in den App-Stores von Android und Apple iOS zurzeit die am meisten heruntergeladene App überhaupt. Platz 1 in beiden Stores. Aber was ist Temu denn jetzt überhaupt? Ja, Temu ist so, wie wenn man AliExpress bei Wish bestellt, hat ein Kollege im Österreich einen Standard geschrieben und das trifft es ganz gut. Temu ist eine Versandplattform, wo vieles noch ein bisschen billiger ist als bei Wish oder AliExpress. Und bunter und gamifizierter. Lockt man sich da ein, dreht sich erstmal ein Glücksrad, bei dem man dann Rabatte gewinnt. Ja, und generell wird man auf der Website an jeder Ecke mit irgendwelchen Vergünstigungen zugeballert. Und es wird immer so getan, als müsste man sich richtig beeilen, weil die Angebote gleich ablaufen. Tun sie aber natürlich nie. Hinter Temu steckt die multinationale Unternehmensgruppe PDD Holdings, registriert auf den Cayman Islands und gegründet vom chinesischen Milliardär Huang Sheng. Und die große Frage, die wir uns gestellt haben, warum ist das so erfolgreich? Was macht Temu besser als die anderen Billigläden aus China? Ja, es ist halt noch ein bisschen billiger. Und das geht nur, weil Temu draufzahlt. Pro Bestellung verliert Temu durchschnittlich 30 US-Dollar. Das schreibt jedenfalls das meines Erachtens durchaus vertrauenswürdige US-Magazin Wired. Und laut Wired wurden diese 30 Dollar auch von einem Firmeninsider bestätigt. Nun kann man jetzt sagen, ja okay, die wollen halt Wachstum um jeden Preis, um die Konkurrenz auszuschalten. Aber was das Ganze gerade vor diesem Hintergrund ziemlich gruselig macht, ist, dass die App womöglich auch spioniert. Hier, diesen sehr ausführlichen Bericht findet man auf der Website von der Firma Grizzly Research. Der Titel ist: Wir glauben, dass PDD ein sterbendes, betrügerisches Unternehmen ist und seine Shopping-App Temu eine geschickt versteckte Spyware, die eine dringende Sicherheitsbedrohung für die nationalen Interessen der USA darstellt. Grizzly Research sagt, sie haben in der Temu-App etliche versteckte Funktionen gefunden, mit denen sich unter anderem beliebiger Code ausführen lässt, der potenziell von Temu-Servern gesendet wird. Nun muss man dazu sagen, dass es sich bei Grizzly Research um Shortseller handelt. Das sind also Leute, die auf fallende Kurse von börsennotierten Unternehmen wetten, also die direkt davon profitieren, wenn der Aktienkurs fällt. Grizzly hat also ein Interesse daran, Temu schlecht zu machen. Das sollte man wissen. Ich habe mir allerdings auch angeguckt, was das automatische Sicherheitsanalyse-Tool Joe Sandbox zur Temu Android-App ausgibt und das ist ebenfalls besorgniserregend. Die Einstufung ist malicious, also bösartig. Da poppen etliche Red Flags auf. Allerdings werden andere Shopping-Apps wie die von Amazon ebenfalls als bösartig eingestuft. Also auch das hier ist jetzt kein untrüglicher Beweis dafür, dass die
Temu-App illegale Dinge tut. Aber es ist zumindest ein Indiz. Und ich will hier jetzt nicht mit irgendwelchen Verschwörungstheorien um die Ecke kommen, aber ich persönlich finde die Kombination aus potenziell gefährlicher App, die womöglich so viel persönliche Daten absaugen will wie möglich, und einer Firma mit Servern in China, die bewusst draufzahlt, damit sie von möglichst vielen Menschen verwendet wird, sehr problematisch. Deshalb schon mal jetzt die ganz klare Empfehlung, wenn ihr Temu unbedingt nutzen wollt, dann macht das über die Temu-Website, nicht über die App. So haben wir das jedenfalls gehandhabt. Zumindest hat man dann das App als Wanze-Problem wenigstens ein bisschen verringert. Dann muss man nur noch damit zurechtkommen, dass das Zeug auf der Website in Fabriken mit fragwürdigen Arbeitsbedingungen produziert wird, inklusive Zwangsarbeit. Ein US-Kongressausschuss schrieb in einem Bericht, dass ein extrem hohes Risiko bestünde, dass die Lieferketten durch Zwangsarbeit kontaminiert seien. Ja, okay. Das sind jetzt schon ziemlich viele Gründe, niemals bei Temu zu bestellen. Aber da das da draußen offenbar trotzdem sehr viele Leute machen, haben wir nach vielen Diskussionen beschlossen, uns zumindest mal ein bisschen von dem Zeug anzugucken, was man bei Temu zu Billigpreisen kaufen kann. Und ja, ich habe mich nicht wohl dabei gefühlt, aber ich wollte hier auch keinen Journalismus betreiben, der nur in der Theorie herumstochert. Also, die Fakten. Wir haben für 365,48 € Dinge gekauft. Die sind in drei Plastiktüten verteilt angekommen. Die erste kam 7 Tage nach Bestellung, die zweite nach 9 Tagen und die dritte nach 14 Tagen. Übrigens nicht direkt aus China, sondern von einer deutschen Adresse. Warum das Ganze auf 3 Pakete aufgeteilt war? Wahrscheinlich, weil Sendungen mit einem Warenwert von unter 150 € nicht über den Zoll gehen müssen. Und übrigens ist das auch der Grund, warum es auf Temu nur ganz, ganz wenige Produkte gibt, die mehr als 150 € kosten. Übrigens haben wir keine Versandkosten bezahlt, nie, auch wenn bei Temu hier oben immer so ein Countdown runterzählt, verbleibende Zeit für kostenlosen Versand. Wenn der Countdown aber vorbei ist, fängt er einfach wieder von vorne an. Schön übrigens auch, dass Temu sich doll um die Umwelt sorgt und wir diese Meldung hier bekommen. Füge dieser Bestellung weitere Artikel hinzu. Damit verringerst du Leerraum in den Lieferpaketen und trägst außerdem zur Reduzierung von CO2-Emissionen bei. Ja, und natürlich pflanzen die Umweltaktivisten von Temu auch ganz viele Bäume. Also alles super zur Sicherheit. Das war ironisch gemeint. Und jetzt zu den Sachen, die da angekommen sind. Das Zeug wirkt ganz stark wie das, was Wish und AliExpress auch liefern. Vielleicht aber noch eine Idee schrottiger. Schaut euch alleine mal den Kunststoff von diesem Mini-Versiegelungsgerät für 1,78 Euro an. Aber ja, das Ding schmelzt Plastiktüten zusammen. Das funktioniert. Auch wenn es dabei natürlich einen ziemlich üblen Geruch verströmt. Und hier jetzt die Smartwatch für knapp 25 €. Die hat mein Kollege Lukas, der ist großer Smartwatch-Fan, jetzt einige Wochen getragen. Und am anderen Arm die Apple Watch Ultra. Und dass das jetzt schon ein krasser Unterschied sein muss, allein wegen des Preises, klar. Aber was dann relativ schnell aufgefallen ist, die integrierten Sensoren für Puls und Blutsauerstoff messen gar nicht wirklich. Die Ergebnisse sind zwar immerhin ähnlich zur Apple Watch, allerdings sind sie das auch, wenn man die Temu Smartwatch an einen Gummiarm hält. Also ist diese Smartwatch für diese ganzen Gesundheits Features schon mal absolut nicht geeignet. Und auch wenn die Uhr mehrere Trainingsmodi anbietet, wenn die Messfunktion nicht funktioniert, dann bringt das am Ende auch nichts. Was auch relativ nervig war, ist die Vibration, die man weniger spürt als hört. Aber immerhin kann die Smartwatch nach dem Verbinden mit dem Handy auch Nachrichten von WhatsApp, Signal und sogar Teams anzeigen. Also alle Benachrichtigungen werden einfach aufs Handgelenk durchgereicht. Und so Minispiele funktionieren eigentlich auch ganz okay. Also wenn man jetzt das Bedürfnis hat, auf so einem Mini-Uhrendisplay zu spielen. Die Preisgestaltung bei Temu ist aber auch da wirklich mehr so zufallsgeneriert. Wir haben 2 Smartwatches bestellt, eine für knapp 15 und eine für knapp 25 €. Beide sind im Prinzip identisch. Das ist uns generell echt aufgefallen bei Temu. Die Preise wirken oft wie ausgewürfelt und verändern sich super schnell. Also klar, Dynamic Pricing, also das individuelle und oft sehr schnelle Anpassen von Preisen, machen fast alle Online-Händler, aber bei Temu ist das echt nochmal Next Level. Das war für uns jetzt sogar schwierig beim Schreiben des Skripts hier für dieses Video, immer die aktuellen Preise zu nennen, weil die sich eben so oft verändern. Ach so, und wenn man diese Temu Smartwatch mit dem Handy verbunden hat, dann stellt sich die Uhr automatisch als Bluetooth-Kopfhörer ein und gibt auch Musik wieder. Und das ist jetzt erwartungsgemäß gar nicht mal so toll. Um die Smartwatch richtig nutzen zu können, muss man übrigens eine App installieren, die jetzt auch nicht gerade den seriösesten Eindruck macht. Dann haben wir uns bei Temu noch diesen Beamer bestellt. Falls euch der jetzt bekannt vorkommen sollte, ja, der wird auf Social Media auch von diversen Dropshipping-Accounts intensiv mit teils absurden Versprechen beworben. Wir haben dafür etwa 63 € bezahlt. Auf Amazon und in den Dropship-Stores kostet der etwa 90 €. Wenn ich mich jetzt festlegen müsste, würde ich sagen, das ist noch das Beste aus unserer Temu-Bestellung. Also ich würde den aber auch wirklich
wirklich niemandem ernsthaft empfehlen. In unserem Test konnten wir den zum Beispiel nicht mit dem WLAN verbinden. Egal, ob verschiedene Fritzbox-Modelle oder Hotspot vom Handy, ging einfach nicht. Also konnten wir auch die ganzen integrierten Streaming-Dienste und das Android-System drauf nicht nutzen. Aber nachdem wir dann Fire TV und eine Soundbar angeschlossen hatten, ging das eigentlich ganz okay. Also wenn man jetzt nicht so hohe Erwartungen an Farbechtheit und so hat, dann kann man damit schon über den HDMI-Anschluss was anschauen. Dafür war aber die Lautstärke des Lüfters mit 55 Dezibel deutlich lauter als die von Temu versprochenen 25 Dezibel. Da muss man die Boxen schon richtig aufdrehen, dass man das nicht mehr hört. Die Angaben über die Bildqualität haben sich auch auf der Produktseite widersprochen. Mal wurde von HD, dann von Ultra HD gesprochen. Laut Herstellerangaben soll er nativ 720p können. Aber zumindest hat der Beamer Inhalte an die Wand geworfen und grob das gehalten, was er verspricht. Ein bisschen enttäuschender war da dieses Mini-Smartphone für 68 Euro hier. Klar, irgendwie faszinierend, so ein kleines Gerät zu haben, vor allem weil ja richtige Smartphones immer größer werden. Aber auch wenn da hinten 5 Kameras angebracht zu sein scheinen. Von denen ist nur eine echt und das Gerät heißt auch S23 Pro, was auch weird ist. Ja, und die ganze Performance ist nochmal eine ganze Ecke schlechter als so ein einfaches Einsteiger-Android-Smartphone. Also klar, theoretisch funktioniert schon vieles. Man kann Apps installieren, man kann Fotos machen, aber alles super langsam. TikTok zum Beispiel ist quasi unbenutzbar. Browsen geht auch kaum. Und wenn man ein Video auf YouTube schauen will, ja, das ist auch gar nicht so leicht, da Eingaben zu machen. Aber immerhin lügen sie nicht, was die Android-Version angeht. Also wir haben da drin Android 8, das ermöglicht aber immerhin Apps wie Signal zu verwenden. Die würden ja auf einem reinen Feature-Phone gar nicht laufen. Auch so eine Spielerei ist dieser Spionagestift, der nicht nur schreiben kann, sondern auch Videos aufzeichnen. Der hat etwa 25 Euro gekostet und ja, funktioniert und ist von der Qualität auch überraschend okay. Also ist natürlich creepy, mit so einem Stift zu filmen und immer eine rechtliche Grauzone, wenn ich komplett illegal Menschen ohne ihr Wissen mit Bild und Ton aufzeichnen will. Aber die Qualität von den Videos ist für den kleinen Sensor, der da verbaut ist, ganz okay. Ja, so sieht das Video dann aus. Und dann haben wir noch diese Maske hier bestellt, die kann sich mit dem Smartphone verbinden und dann verschiedene Designs anzeigen. Da kann man dann einfach ein Bild hochladen und die eingebauten LEDs zeigen das dann an. Hat alles soweit funktioniert, wie bei Temu angegeben, aber auch hier mussten wir eine App installieren, die wieder potenziell unsere Daten abfängt. Diese elektrische Kettensäge war dafür einfach komplett fake. Also elektrisch kann die sowieso nicht sein, weil da kein Motor oder irgendwas Elektrisches eingebaut ist, aber ohnehin war uns überhaupt nicht klar, wie das Ding funktionieren soll. Vielleicht fehlten auch einfach Teile, aber in der Form, wie wir das Ding bekommen haben, kann man es auf jeden Fall direkt in den Müll werfen. Diese kleine Überwachungskamera war mit 3,48 Euro super billig, konnte sich dafür aber auch mit nichts verbinden, was wir da so versucht haben. Entsprechend können wir leider auch nicht sagen, ob die überhaupt irgendwas aufnimmt. Also auch hier muss man so eine App installieren, die gerne Zugriff auf ungefähr alles hätte, aber die hat sich nicht verbunden. Als wir bei Temu bestellt haben, war es noch ein paar Grad wärmer. Also haben wir auch diesen Nackenventilator für 14 Euro ausprobieren wollen. Ja, okay, da kommt Luft raus und kühlt, aber es ist nicht besonders angenehm. Lukas fand das offenbar auch nicht. Und das Ding ist auch noch ultra laut. Dieses kleine Pulsoximeter für 2,69 Euro hat im Gegensatz zu den Smartwatches scheinbar wirklich was gemessen. Zumindest konnte er nicht mit einer Gummipuppe oder anderen hautähnlichen Gegenständen überlistet werden. Allerdings sind die meisten Messergebnisse falsch. Also hier die Blutsauerstoffsättigung von 86%, das ist definitiv nicht richtig. Das wäre nämlich auch schon bedenklich niedrig. Also ganz wichtig, verlasst euch nicht auf irgendwelche Messergebnisse von Temu teilen. Mein Fazit. Temu ist ein fragwürdiges Unternehmen, das unter fragwürdigen Bedingungen produzierte Dinge in fragwürdiger Qualität verkauft. So würde ich das jetzt mal zusammenfassen. Von allen Sachen, die wir bestellt haben, habe ich bei keiner einzigen Lust, sie weiter zu benutzen. Und dabei haben wir bei einigen Dingen extra nicht die allerbilligste Variante auf Temu bestellt. Und dass man für etliche Produkte noch eine extra App installieren muss, das hinterlässt auch ein echt blödes Gefühl. Also von mir absolut keine Empfehlung, tut euch was Gutes und bestellt da nicht. Wenn ihr es aus irgendwelchen Gründen trotzdem wollt, dann benutzt die Website und nicht die App. Und ja, dass wir die Werbeanfrage von Temu nicht angenommen haben, das habt ihr euch sicher inzwischen schon selbst gedacht. Wir möchten kein Geld von Temu haben. Eine wichtige Frage bleibt noch, was machen wir jetzt mit dem ganzen Schrott aus unserer Bestellung? Falls ihr Ideen habt, außer zum Wertstoffhof bringen, dann schreibt gerne in die Kommentare und gerne auch eure Erfahrungen mit Temu, falls ihr schon welche gemacht habt. Tschüss.